Okay. Wall of whispers, tides of consciousness. Was mache ich denn hier? Kirchhoff's principle, rotation affects orientation. Eighth-dimensional combinatorics. The center cannot hold. Multiplicative cyclic group G of order Q. Kirchhoff's principle. Rotation affects orientation. Aber jetzt wiederholt er sich. Eighth-dimensional combinatorics. The center cannot hold. The moon's gone black. Must hurry. Unlock the module. Using the control module, make a program to move all three electrons into the three receptors. Ah, das hatten wir ja quasi schon. Brauchen wir es auch nicht nochmal lesen? Also ich wollte nach oben und dann nach links. Weiter war ich noch nicht. Oben, links. Dann haben wir die drei Lichter. 1, 2, 3, hier. Jetzt könnte ich zuerst nach oben gehen und die beiden versorgen, während das dritte hier unten blockiert ist. Bis sie hier sind. Und mich dann um das dritte kümmern. Ja, wieso eigentlich? Ich kann ja mal gucken, ob der Platz dafür ausreicht. Also gut, dann müsste ich 1, 2, 3 nach oben. Okay, und jetzt entweder eins nach links oder eins nach rechts. Jetzt machen wir mal links. Und jetzt nochmal eins nach oben. Dann müssten dieses und dieses Licht hier. Oder die Elektronen, Entschuldigung. Schon an der richtigen Stelle sein, gucken wir mal. Hoch, links, hoch, hoch, hoch. Links, hoch. Okay, der passt. Und der hier, hoch, links, hoch, 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 links, hoch. Gut, wo ist der zu dem Zeitpunkt? Hoch, links, hoch, 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 links, hoch. Dann brauchen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was für ein Zufall. Also nochmal hoch, links, hoch, 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 links, hoch. 2 hoch. 3 rechts, 1 hoch. Good. Very good, Agent Tethers. That did it. Yes, time to make people crazy. Oh. Destroy. Okay, Nelson needs to take the lunar ray to Lake Svens, but it's under the lunar, but is under the lunar ray's effects. Help Nelson maintain focus by making ordered connection between the floating objects. Draw a path between each object in disorder. NASA space equipment, the moon, lunacity algorithms, hidden people. Also, NASA, Mond, Algorithmus, hidden people. Okay. NASA, Mond, Tafel, Mütze. Was? NASA, Mond, Tafel, Mütze. War das richtig?
NASA, Mond, Tafel, Mütze. Boah, Action-Szene. NASA, Mond, Tafel, Mütze. Ach, easy. Oh no. Glory, wo bist du mit deiner Motorsäge? Krasse Story. Welcome back, Special Agent Tethers. Hi, Jim. Anything exciting happen while I was away? Oh, never mind that. I got the latest issue of Puzzle Sensei. Think you could give me a hand with this one? Noch eines? What is the next number to come in the following sequence? Diesmal ist es keine Uhr. 31, 59, 90, 120. Alle ziemlich nah dran an Vielfachen von 30. Also an der 30, an der 60, an der 90, an der 120. Aber eins drüber, eins drunter, zwei, die sitzen. Unten ist so ein Rubik's Cube abgebildet. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt was hilft. Wie viele Ziffern kann ich eingeben? Drei. Monosaki Puzzle. Es könnte ein Winkel sein. Aber... Was ist, wenn ich sie addiere? 90 und 90 sind 180. Und 120 sind 300. Soll ich dann jetzt noch 60 dazu zählen oder so? Das wäre auf jeden Fall jetzt ein Versuch wert. Aber ich könnte auch einen Tipp benutzen. Ich glaube, ein fehlgeschlagener Versuch ist fürs Rating irgendwie noch schlechter, als einen Tipp benutzt zu haben. Ich hole mir einen Tipp und wenn der in die Richtung weist, dann... Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass 60 stimmt. Offenbar nicht. Think about what the first number represents. Nicht, dass nachher diese Nummer hier noch wichtig wird, die 512. Aber wahrscheinlich nicht. Ist das wieder irgendeine Konstante? Ist es... Wahrscheinlich nicht. Ich bin gleich wieder da.
So. Also ich komme hier irgendwie auf keinen grünen Zweig. Okay, die... Die Lösung beinhaltet Addition. Und ich soll mir irgendwie die erste Zahl angucken. Damit ist wahrscheinlich die 31 gemeint und nicht die 3. Ich hole mir jetzt noch einen Tipp. Ja, das hatten wir schon. Look at the first number. Does it remind you of anything? Nein. Was soll ich mit 31 verbinden? Oh. Die Nummern korrespondieren mit den Tagen der Monate im gregorianischen Kalender, die immer hinzuaddiert werden. Okay. Ja, mehr Tipps gibt's nicht. Also, ach, also der Januar hat 31 Tage. Okay. Dann der Februar. Dann kommt es jetzt drauf an, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht. Gut, aber in dem Fall sind es 28. Also gut, 31 und 28, ist klar. Dann sind wir bei 59. Der März hat dann wieder 31. Okay, und der April hat 30. Mai. Der Mai hat dann wieder 31. Also sind es 151, was bei rauskommt. Na gut. Ja, Borderline. Okay. Another puzzle solved. Don't look so disappointed, Jim. That was a hard one. It's not that. I'm just going to miss your help when I'm transferred. Transferred? Yeah, I've been relocated to the Tundra Division, Arctic Circle Outpost. When the directors found out I'd warned you they were sending agents to Scoggins, they called it a breach of protocol. Oh, Jim, I feel terrible. Here, take this. My entire back collection of Puzzle Sensei magazines, since issue number one. Wow! But aren't they full of the answers? I use tracing paper. You don't miss a thing, Nelson. Hey, is that a postcard from the Davners? Good to see they're happy anyway. Yeah, happy. What could go wrong in Bermuda? Na, das war doch mal ein befriedigenderes Ende. Allerdings auch so mit Aussicht auf, vielleicht kommt da noch was. Ich meine, das Spiel ist von Telltale Games. Für Kenner produzieren die in letzter Zeit ja viele Spiele, die in Episoden erscheinen. Monkey Island, was haben sie noch gemacht? Sam & Max sind auch in Episoden erschienen. Also mal gucken. Vielleicht hat man sich ja einfach die Möglichkeit offen gelassen, noch einen weiteren Teil zu produzieren. Wenn sich der hier gut verkaufen sollte. Ich weiß nicht, wie gut der sich verkauft hat. Aber ich fand, das waren zwei schöne Spiele. Offensichtlich irgendwie angelehnt an... wie heißen die Gameboy-Spiele? Na, ich komme schon noch drauf während des Abspanns. Aber fand ich gut. Also ich fand die Geschichte ziemlich crazy, aber auch spannend. Die Rätsel waren sehr wechselhaft. Manchmal ziemlich einfach, manchmal ziemlich knackig. Und vielleicht gibt es auch hier wieder irgendwelche Bonusrätsel. Da werde ich jetzt nachher nochmal gucken. Wenn es welche gibt, vielleicht nehme ich hier auch nochmal auf. Weiß es nicht. Könnt ihr euch ja beschweren, wenn euch was fehlt. Und ansonsten, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Soweit zu Puzzle Agent.
Und ja, ich halte die Schnauze und denke drüber nach, wie die Vorlage heißt, auf deren Namen ich jetzt nicht komme. Und wenn es mir noch einfällt, sage ich es. Die Credits laufen natürlich durch. Wir möchten ja auch, dass die Entwickler hier so ein bisschen wenigstens ihre Honor abbekommen, ja. Also schön Credits gucken. Professor Layton, glaube ich, heißt die Vorlage. Fällt mir direkt ein. Naja. Wieso braucht man einen Sprecher für die Secret Service Agents? Die haben noch nichts gesagt, oder? You! Yes, you! It's me! Thank you! Thank me! And you! You guys. In loving memory of Lloyd. Case complete. Congratulations on completing the puzzle agent 2. There are additional puzzles for you to enjoy. Ach, wer hätte es gedacht? You can access these and others you may have missed in the puzzle index. Need gum? There's plenty at Nelson's desk. Take as many as you need. Okay. Dann gucken wir da noch rein. Ich werde jetzt aber nicht lösen. Ich wollte euch nur zeigen, was es hier noch gibt. Also hier gibt es noch ein Power Grid Rätsel. Und den Rest haben wir offenbar gefunden. Nee, doch nicht. Da sind noch weitere Rätsel. Robot Hero und Super Robot Hero. Also drei Stück, die wir noch nicht haben. Und diesmal haben wir sogar ganze 3 Millionen an Steuergeldern ausgegeben. Nur 10 Tipps. Finde ich auf 30 Rätsel. Finde ich okay. In jedem dritten ein Tipp im Schnitt. Okay. Dann danke euch fürs Zuschauen. Damit ist das Projekt hier auch abgeschlossen. Und wenn ihr Vorschläge habt, was ich als nächstes machen soll, dann sagt Bescheid. Tschüss.